It's my pleasure to introduce Natalia Lukasiewicz, who is talking about the Maker Movement. And I think this is a pretty interesting topic, because when you're a maker, you start to experience problems that are usually not really yours to think about. For example, you usually don't really think about marketing your stuff or whatever. You might think about copyrights. Du denkst vielleicht über Urheberrecht nach. This is something where we'll hear many details about from Natalia, who has done a PhD thesis on this. So a great applause for Natalia. Darunter erstellt hat. Applaus für Natalia. Good evening, everyone. It's a great honor for me to be here. I'm a PhD student, and I will present you my PhD research I conducted on patent flexibilities. In my research, I did comparative analysis, and I tried to analyze the patent flexibilities from the point of view of freedom to operate they provide. In Bezug auf die Freiheit zu handeln. And I transferred my results on the Maker Movement auf die Maker-Bewegung angewendet. Und ich möchte heute eine Richtlinie geben über die mögliche Benutzung von Patenten, damit sie frei sein können in ihren Maker-Aktivitäten. My talk will consist of two parts. First, I'd like to give you an overview of patents, what patents are, how patents are built. I would like to also explain you the rights conferred with patents. Ich möchte auch die Rechte, die mit Patenten übertragen werden, erklären. To highlight questions that are currently debated on the patent system. Then the second, the biggest part of my talk is on patent flexibilities. I will explain what patent flexibilities are. Und ich werde erklären, was das ist. And then I will focus on chosen flexibilities that can help you in making and will support your activities. Die ihre Aktivitäten unterstützen werden. So first, patents. Zunächst Patente. A patent, patent right is an exclusive right ist ein exklusives Recht für die Verwendung einer technischen Lösung, die einem Erfinder übergeben wird. Patent must meet three requirements. Patente müssen drei Anforderungen treffen. First depends on jurisdiction. Die hängen ab von der Jurisdiktion. Hier sind die Hauptdinge. Sie müssen zunächst neu, nicht trivial und industriell anwendbare Lösungen sein. Sie müssen im Patent genannt sein, in der Patentanmeldung, welche publiziert ist, nach 8 Monaten nach der Veröffentlichung eingetragen sind. Und sie müssen von einem Patentbüro genehmigt werden. Und das ist der direkt primäre Unterschied zu Urheberrecht, weil hier man eine Anmeldung machen muss und dafür zahlen muss und es nicht einfach wie Urheberrecht gewährt wird. Weil beispielsweise in Deutschland sind die Minimalkosten für ein Patent 5.000 Euro inklusive Patentanwalt. Und wenn man dann in mehreren Ländern anmelden möchte, werden die Kosten höher, weil man mehr Patentanwälte anheuern muss, weil man administrative Kosten hat. Patente werden für 20 Jahre gegeben, berechnet von der Patentanmeldung, dem Datum der Patentanmeldung. So sieht ein Patent aus. Die Annahmen aus dem Patent, die Beschreibung der Funktion der geschützten technischen Lösung, die in Description you present the problem, the solution, the prior art and the examples. Man schreibt die comply with the requirement of sufficient disclosure. Patente müssen die Offenlegung unterstützen. Sie können nicht breiter als dies sein, weil ansonsten sind sie nicht unterstützt. Eine ausreichende Erläuterung ist auch die Offenlegung. Und mit dieser Offenlegung soll eine Person die technischen Details verstehen und die Lösung ausführen können, die geschützt ist. Das moderne Patentsystem ist etwa 200 Jahre alt. Und der erste US-Patentakt kommt von 1790, gefolgt von Frankreich 1791. Die Originalsysteme wurden dann natürlich erneuert und angepasst an die sich ändernden Umgebungen, technischen Änderungen.
Patente haben unterschiedliche Gründe aus unterschiedlichen Systemen. Ich nenne hier nur drei, die am wichtigsten sind aus meiner Sicht. Einerseits die Vergütung, damit eine Leistung entlohnt wird. Und dies liegt anderen Theorien zugrunde und es ist die wichtigste. Die Entlohnung ist, ist der Gegenwert zur Marktmonopolie für 20 Jahre und die Exklusivität auf dem Markt der Lizenznutzung und der Einforderung der Durchsetzung des Patents. Eine andere Theorie ist die der Offenlegung. Das ist ein der Anreiz der Offenlegung, wie bereits genannt. Es ist eine wichtige Anforderung für jede Patentanmeldung. Die zugrunde liegenden Konzepte für diese Theorie sind, dass Betriebsgeheimnisse die Öffentlichkeit und die Menschheit benachteiligen. Und dadurch, dass der Erfinder die technischen Details offenlegt, erhält er den Patentschutz. Und diese Offenlegung hilft der Gesellschaft zu wachsen, sich zu entwickeln und sich uns vorzuschreiten. Das dritte, was ich hochhalten möchte, ist der Anreiz zu investieren. Sehr oft ziehen Patente ein Investment an, weil der Patentschutz ist für Investoren interessant, um überhaupt Geld in ein System zu stecken. Was gibt Ihnen ein Patent? Das Patent gibt Ihnen ein exklusives Recht, anderen zu verbieten, etwas zu benutzen, herzustellen oder zu importieren. Rechtlich gesehen ist dies ein Exklusivrecht. Die Exklusivität ist quasi ein Marktmonopol. Das heißt, als Erfinder, als Patentinhaber haben Sie die volle Exklusivität, damit Geld zu verdienen, aus dem Patent Geld zu schöpfen. Es geht hier um Copyright, um Patentrecht, intellektuelle Werte. Und das hat ökonomische Implikationen. Das mag irrelevant klingen, aber wenn es um Eigentum geht, dann ist es klar, ja, wir müssen das Eigentum schützen. Und darum werden das Copyright, das Markenrecht und so weiter als intellektuelle Werte bezeichnet. Now patents are tradable goods. Patente kann man auch handeln. Das sind Güter, die man handeln kann. Das kommt in dieser Slide. So there are various questions. Jetzt gibt es ein paar Fragen, die man sich da stellen kann beim aktuellen Patentsystem. Was ist die Patentsache? Der Umfang dieser Sachen wächst. Am Anfang ging es um materielle Güter und immer mehr gibt es immaterielle Güter, die patentiert werden, zum Beispiel Softwarepatente. So. Oder zum Beispiel Biotechnologie-Patente. Es ist immer noch umstritten, ob man etwas umstritten kann, das es in der Natur gibt. Also im Moment sind zum Beispiel nur In-vitro-Prozesse geschützt und nichts, das im menschlichen Körper ist. Patentqualität, dazu ein kleines Bild auf dieser Folie. Wenn ihr Vorlesungen über Patentrecht besucht, dann seht ihr, es gibt ganz unten den aktuellen Stand der Technik, dann etwas höher, also wenn etwas besser als im Sinne der Erfindung, gibt es etwas, das offensichtlich ist. Und dann, wenn ihr noch etwas mehr erfindet, ist es irgendwann mal nicht mehr offensichtlich. Und darauf sollten dann halt Patente vergeben werden können. Das war die Theorie. In der Praxis sieht es eher so aus, dass die Nicht-Offensichtlichkeit viel tiefer angesetzt wird, als dass es theoretisch sein sollte.
Wenn ihr die Webseite der EFF anschaut, dann veröffentlichen die jeden Monat ein blödes Patent des Monats, das halt irgendwie, eigentlich offensichtlich wäre. Und sie sehen das als Anekdoten. Und ja, und die Grenze für Invalidität ist, die Menge an Invalidität in diesem Bereich ist sehr hoch. Man nimmt an, dass bis zu 50% von Patenten, und das ist ziemlich gruselig, weil es keinen Industriesektor gibt mit dieser Menge an Fehlern in Produktion. Die Effizienz des Patentsystems ist sehr schlecht. Und ich sage 50% im Allgemeinen. Und wenn das gilt für 50%, wenn nicht mehr für Softwarepatente. Und dann Patentstreite gibt es dann in Bezug auf insbesondere Patenttrolls oder trollähnliches Verhalten. Dies sind Firmen, welche Patente zusammenziehen nur für den Zweck der Durchsetzung, und sie schicken Briefe. Bad patents to patent trolls. Simply to Natürlich werden schlechte Patente zu Patentrollen verkauft, wenn sie nicht normal auf einer normalen Basis Patente lizenzieren können. In the field of patent litigation, because of course there Und ein weiterer Fall von Patentstreits sind die Patentkriege. Und der bekannteste davon ist Apple gegen Samsung und andere Google gegen Yahoo. As said, patents became tradable assets. Ich sagte, dass Patente handelbare Güter geworden sind. Und hier würde ich weiterhin da sagen, dass gedankliche Güter Güter heißen sollten, weil von Motorola Patente von 75 Millionen Dollar gekauft wurden. Und es ist sehr überraschend, dass Google Motorola Patente kauft. Warum? Weil Google einfach sein IP-Portfolio vergrößern wollte, um stärker zu sein und schwerer attackierbar ist von der Konkurrenz. So this is the background, and against this background I analyze patent flexibility. Und gegenüber dieser Systemübersicht habe ich die Möglichkeiten des Patentsystems betrachtet. Möglichkeiten im Patentsystem sind rechtliche Mittel, die den Rahmen von der Patentexklusivität einschränken. Es gibt mehrere Gründe dafür. Einerseits, um sicherzustellen, dass die Balance zwischen den Interessen der Gesellschaft und des Patenthalters aufrechterhalten wird. Dann helfen sie dabei, mit einer patentierten Lösung zu arbeiten. Ich nenne dafür ein paar Beispiele. Und sie können verwendet werden zur Verteidigung von in Patentverletzungen. Sie sind auch als Patentausnahmen bekannt, und It's associated with something rare. Und das ist verbunden mit etwas Rarem. Und daher begrenzen sie den Rahmen in sehr kleinen Rahmen. Und die zugrunde liegende Basis für diese Ausnahmen ist der Artikel 30 des TRIPS-Abkommens von 1994, welcher den Minimalschutzstandard setzt. Global. Und es sagt darin, dass eine Ausnahme begrenzt sein muss, nicht unnötigerweise mit der normalen Ausnutzung eines Patents in Konflikt stehen darf und nicht über Gebühr den Patenthalter einschränken darf. Dieser Artikel, welcher sehr kompliziert ist, wurde sehr abstrakt formuliert. Und es stipuliert einen dreistufigen Test. Jede Patentausnahme, jedes legal rechtliche Mittel muss mit allen drei Anforderungen übereinkommen. Und wenn es fehlschlägt, wenn eine rechtliche Lösung nicht mit einem oder den mit dem ersten Schritt der begrenzten Ausnahme, was noch enger ist als ein normaler Aus ist, dann fällt es so weit raus. Dann kann es nicht in das Rechtssystem eingeführt werden. In meiner Forschung habe ich auf die
eine Möglichkeit angeschaut, die entweder ist eine Möglichkeit, frei zu arbeiten oder als Verteidigung zu dienen, wenn einem Patentstreit. Solange man nur in einer Garage oder an einem Keller arbeitet, ist es kein Problem, solange, weil niemand über ihre Ideen Bescheid weiß. Aber in dem Moment, wo man teilt, wo man etwas im Internet veröffentlicht oder Freunden zeigt, und an manchen Punkten könnte einer von Ihnen sehr erfolgreich werden, könnten Sie Probleme kriegen mit dem Patentrecht. Es gibt unterschiedliche Typen von Patentausnahmen. But the abundance of tools is rather misleading. Die breite Palette ist eher irreführend, weil der Anwendungszweck, die Anwendungstiefe ist sehr eng. Und in meiner Forschung habe ich auf die wichtigsten Patentsysteme Rücksicht genommen: Deutschland, Großbritannien, USA und Japan. Hier in meinem Vortrag habe ich die gleichen Fälle zusammengezogen und dort, wo notwendig, die Abweichungen im Detail gezeigt, damit Sie auf die Nuancen der unterschiedlichen Systeme hingewiesen werden können. Es gibt einen verschiedenen Katalog, was man alles patentieren kann. Meine Analyse hat ergeben, dass es im Making-Bereich nur eine Handvoll Anwendungen gibt, die relevant sind. Damit Sie sich sicher fühlen in Ihrer Maker-Schöpfungshöhe. Das ist, zeigt hier die private Anwendung in Deutschland und dem Großbritannien. Ich habe nicht viel gefunden für die USA, nur in Bezug auf Reparieren, und das werde ich in ein paar Minuten angehen. In Bezug auf Japan habe ich nur einen kleinen Kommentar gefunden, dass der System akzeptiert, aber keine fixen Eingrenzungen erhält in Bezug auf diese Flexibilität. Also was ist private, nicht kommerzielle Nutzung? Es gibt zwei Funktionen, die nicht getrennt werden können. Man kann also nicht privat sein und Geld verdienen und dann diese Flexibilität aufrufen, diese Möglichkeit. Private Nutzung wird als Nutzung zu Hause verstanden, individuelle Sporttätigkeiten oder für persönliche Verwendung. Aber so wie es zum US-System angeht, kann es sogar als Patentverletzung angesehen werden im US-System. Sie können allgemein kein Geld verdienen, wenn Sie diese Möglichkeit, diese Flexibilität aufrufen wollen. Ich möchte hier zusammenfassen, was nicht erlaubt ist. Also natürlich können Sie nicht etwas produzieren und verkaufen, das wäre kommerziell. Ein Beispiel, dass die Benutzung einer patentierten Lampe in einem Büro eines Doktors, das geht nicht. Und auch wenn Sie in Ihrem Büro etwas Patentiertes haben, dann fällt das unter kommerzielle Nutzung. Wenn Sie etwas wiederverkaufen für privaten Gebrauch und die Software oder etwas dann... Das letzte Beispiel ist ein bisschen komplizierter. Das ist ein Fall aus 1887. Wo jemand auf einer Farm etwas selbst gebaut hat und selbst benutzt hat. Und das wurde dann als Patentverletzung angesehen in den Vereinigten Staaten. Experimentelle Verwendung, das ist wohl die sinnvollste Verwendung von Patentmöglichkeiten. Man findet das in allen Rechtsgrundlagen. Es ist sehr wichtig, weil es
dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dient, auch von bereits patentierten Dingen, dass man die verbessern kann. Der wichtigste Teil ist, dass man auf der patentierten Sache ein Experiment durchführt und nicht nur mit dem patentierten Gerät zum Beispiel. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechtsprechungen. Das Ziel ist, dass man neues Wissen gewinnt aus der experimentellen Vernutzung. Einige experimentelle Benutzungen können aber zum Beispiel potenziell auch kommerziell eingesetzt werden. Die deutsche Rechtsprechung ist da ziemlich generös und erlaubt das. Andere Systeme erlauben das nicht. Im UK muss der experimentelle Teil wesentlich wichtiger sein als die kommerzielle Benutzung. Man kann zwar damit Geld verdienen, aber der Hauptfokus muss auf experimentelle Benutzung sein. They do not provide any quantitative limitations in the provisions. UK und deutsche Gesetz haben keine quantitativen Einschränkungen. Aber die Frage ist, ob eine große Anzahl von Installationen über einen großen geografischen Rahmen benutzt werden. Es muss klar sein, dass es sich nur um eine experimentelle Nutzung handelt. Die USA haben eine sehr enge Anwendung für experimentelle Nutzung. Die gilt nur, wenn Amüsement oder einfach ausprobieren oder philosophische Forschung gilt. Zusätzlich muss legitime Interesse gelten, die bezogen wird auf Geschäftszwecke in ihrem experimentellen Forschung. Um ein Beispiel zu geben, sehr kontroverser Fall, John Mady gegen Duke Universität. Dr. Mady verließ die Universität und hat sein patentiertes Lasergerät, welche Duke University weiterhin benutzt hat, um mit Studenten, um weitere Experimente zu tun. Und er hat die Universität der Patentverletzung beschuldigt für die Nutzung des Lasergeräts. Und das Gericht hat gefunden, basierte ihre Argumentation auf das legitime Interesse der Universität, welches Bildung ist. Eine schockierende Aussage, weil Universitäten Personenausbildung, aber die Universität erhält Geld von den Studenten, damit sie Labore und Geräte benutzen können. Und das wurde als Geschäftszweck der Universität speziell auf dieses Gerät ausgelegt. In Bezug auf Japan, basierend auf den Ressourcen, die ich hatte, auf den Quellen, die ich hatte, ist die Hauptanforderung das Generieren von neuem Wissen und die Rechtsprechung erlaubt auch eine Ausnahme für das Erhalten einer Freigabe durch, wie für Medikamente, für wie zum Beispiel, dass Generika auf dem Markt eingeführt werden können. Das kann also mit experimenteller Nutzung in Japan abgedeckt werden. In Summe gibt experimentelle Nutzung für, wenn Sie als Maker folgende Kriterien gelten. Dass Sie eine neue Anwendung finden, dass Sie die technische Forschung testen, dass Sie die Funktionsweise von gewissen patentierten Lösungen in bestimmten Umgebungen testen wollen und dass die Größe der Tests nicht eine Größe übersteigt.
Sie können Experimente nicht ausführen, um Marktinformationen herauszufinden, ob welche spezifische Lösungen für Ihr Businessprofil zustimmen oder um einer dritten Partei zu zeigen, dass ein Produkt funktioniert. Es gibt auch Situationen, wo Sie zum Beispiel an etwas arbeiten und später herausfinden, dass dies bereits patentiert ist. Dann geht es um die vorherige Benutzung, es geht darum, wenn Sie etwas schon benutzt wurden, bevor das Patent eingereicht wurde. So. Die Patentvorbenutzung. Vorherige Benutzung ist nicht gleichzusetzen mit Stand der Technik. Und bei der vorherigen Benutzung muss bei Patentverletzungen aufgenommen werden, weil dies auch zum Stand der Patentanmeldung gilt. Also was brauchen Sie nun, um etwas mit Vorbenutzung zuerst müssen Sie die patentierte Benutzung Erfindung benutzen. Die Vorbenutzung schützt Business-Aktivitäten oder dass es zum Beispiel benutzt wurde, um später zu kommerzialisieren. Es darf kein Geldfluss getätigt werden für den Patentgeber. Genau. Und um die vorherige Benutzung beweisen zu können, muss man fehlerfreie Beweise haben. Wenn das Gericht sieht, dass etwas fehlt, dann ist man auf der Grenze von Patentverletzung. Und wenn die andere Seite ist, dann könnte die andere Seite denken, dass die Idee einfach gestohlen wurde und dass die Patentinvalidierung dort mit riskiert wird. Und die vorherige Nutzung gilt auch weiterhin, nachdem ein Patent genehmigt wurde. Sie können Ihr Geschäftsmodell weiterhin in Bezug auf eine patentierte Lösung so weiterführen. Die Reparierdoktrin. Dies ist eine sehr komplizierte Sache, weil es eigentlich sehr simpel ist, dass man intuitiv versteht, worum es geht, dass man, wenn man ein kaputtes Teil ersetzt, um ein Gerät wieder benutzbar zu machen. Ich habe kompliziert gesagt, weil die Definition ist simpel ist, aber sehr schwierig im Einsatz. Die Reparierdoktrin geht abhängig von der Jurisdiktion davon aus, dass die Ausschöpfung oder die implizierte Lizenz oder die Erstverkaufsdoktrin, alle drei gehen davon aus, dass es einen Verkauf ohne Einschränkung gibt, also keine vertraglichen Einschränkungen. Denken Sie zum Beispiel, wenn Sie etwas Elektrisches, ein elektrisches Gerät kaufen, Sie nehmen es und als Benutzer haben Sie die Möglichkeit, es zu reparieren. Das zugrunde liegende Konzept dafür ist die Entlohnung. Man zahlt zum Patenthalter und der Patenthalter kann nicht eine doppelte Zahlung verlangen, nachdem er bereits bezahlt wurde für dieses Gerät. Die Reparierdoktrin wird oft verwechselt mit dem Wiederherstellungskonzept. Das ist eine auch sehr ungenaue Grenze, sehr schwammig, was Reparieren und Rekonstruieren ist. Weil wenn Sie das Leben des Geräts verlängern können durch die Ersetzung etwas, ist das legitim, aber es ist nicht möglich, das Gerät komplett neu zu machen. Aber die Frage ist, was ist wann der Fall? Und Fälle in allen Jurisdiktionen sind sehr breit und es gibt keinen klaren Fall, der Referenzpunkte gibt, was wann erlaubt ist. Weil man auf die einzelnen Angaben im jeweiligen Patent eingehen muss und sich im Individualfall angucken muss, was wurde geändert und sehen muss, ob diese Änderung eine rekonstruktive Änderung ist oder eine reparierende. And essentiality of the element
Die Frage ist, wie essentiell die Änderung ist und ob die Identität des des Geräts verändert wurde. Sehr oft werden Erfinder sogar davon sagen, ausgehend, dass gewisse Bereiche erneuert werden müssen und werden dies sogar erklären und dann ist das natürlich okay. Und ich habe hier versucht, eine Liste von Regeln zu kreieren, die hilfreich sind, um zu sehen, wann Sie hier davon ausgehen können. Zum Beispiel, wenn der Patenthalter den Ersatz vorgesehen hat, dann können Sie sicher sein und ersetzen. Wenn ein Element eine kurze Lebenszeit hat, wie eine Spritze, natürlich kann man ein neues Gerät nicht kaufen, wenn man einfach nur die Spritze ersetzen muss. Wenn Ihre Änderung die Identität des Geräts nicht verändert, dann kann es auch als Reparatur angesehen werden. In den USA gibt es die Idee, dass etwas ähnlich zu einer Reparatur ist, wo Sie zwar etwas im Gerät ändern können, aber dies ist nur auf nicht unpatentierte Elemente angewendet. Also man muss wieder einmal die jeweiligen Details im Patent lesen und dann sehen, ob die jeweiligen Elemente, die verändert wurden, außerhalb des Rahmens des Patents liegen. Und if eine patentierte Lösung kombiniert wird mit mehreren Patenten, können Sie ein individuelles Element ersetzen, wenn es nicht von einem Patent abhängig ist, sondern einer Kombination von Patenten. Was nicht erlaubt ist, ist, wenn Ihre Änderungen über die notwendigen Änderungen zur Funktionsweise des Geräts führen. Wenn Sie ein essentielles Teil ersetzen, in Bezug auf Patentanrechte und das Gerät neu bauen, dann können Sie die Repair-Doktrin nicht aufrufen. Und es gibt Herausforderungen. Wie gesagt, ist es sehr schwierig, einen Leitfaden herauszuarbeiten, dass es in dieser Situation gilt und in dieser Situation nicht. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, rechtliche Ansätze. Ein Gericht wird diese Doktrin anwenden mit jener Lösung und ein anderes Court wird eine komplett andere Lösung heranziehen. Das ist sehr schwierig. Und es müssen Patente in einem patentierten Gerät auch die Patentierte überhaupt identifiziert werden. Und das ist heute sehr schwierig, weil ich kein Gerät heute noch mir vorstellen kann, was nur von einem Patent besteht. Es sind mindestens 10 und man muss über die Patentansprüche eingehen und sehen, was sie ändern wollen. Und die Verantwortung ist sehr stark auf ihrer Seite. Unfall, leider. Es gibt auch Situationen, wenn Ihre Lösung als äquivalent zur patentierten Lösung angesehen werden kann. Was ist nun äquivalent? Es geht um ein Element, das das patentierte System ähnlich löst, aber nicht genau identisch. Sie haben nun das Prinzip, dass es nicht direkt. Jedes Patent hat einen gewissen Umfang, wo es geschützt ist. Es hat die Patentansprüche, wo sie die Features beschreiben. Das kann erweitert werden, zum Beispiel mit Zeichnungen oder anderen Lösungen, die darin passen könnten. Und all dies muss abgeschätzt werden bei der Patentanmeldung. Aber die Technologie schreitet vorwärts und einige Lösungen können nicht vorhergesehen werden vom Patentinhaber. Und zur Zeit der Patentverletzung. Zum Beispiel gab es einen Fall in Großbritannien, wo eine patentierte Lösung Erythropoietin, the isolation of this gene. Es ging um ein patentes Verfahren, um ein Gen zu extrahieren.
und es zu aktivieren von extern und dieses dann in eine neue Gastgeberzelle zu implantieren. Und das neue Verfahren tat das Ganze nun direkt in der Zelle und nicht außerhalb. Ich bin nun keine Expertin, aber ich finde diese zwei Verfahren ziemlich unterschiedlich. Zum Zeitpunkt der Anmeldung war das eine Verfahren noch nicht bekannt, aber das Gericht hat sich dann dafür entschieden, dass die externe und interne Genaktivierung nicht unterschieden werden können, weil wenn die Beschreibung etwas abstrakter gewesen wäre, anstatt eine Unterscheidung machen zwischen innen und außerhalb der Zelle dies zu tun, dann hätte es wahrscheinlich einen Patentschutz gegeben. Ich möchte einen Weg präsentieren, wie man sich verteidigen kann, so dass Ihre Lösung nicht äquivalent ist. Und in Deutschland gibt es Formstein, die Formstein-Doktrin. Dies basiert auf einem Fall aus den 80ern. Und die patentierte Lösung bezog sich auf einen Stein an der Seite von einer Straße. Und die technische Lösung bezog sich auf die Wasserlinie innerhalb der Steine. Und die verletzende Nutzung bezog sich auch auf Steine, die an der Seite der Straße lagen, aber mit gewissen Abständen dazwischen. Und das Gericht fand, dass das Element äquivalent ist, weil es denselben Zweck erfüllte, aber es war nicht identisch. Weiter noch, dies ist sehr wichtig, wenn Sie auf diesen Schutz nutzen wollen, der Formstein-Doktrin. Das Gericht fand, dass diese Lösung nicht patentiert war in Bezug auf den Stand der Technik. Wenn ich also hierhin zurückgehe, war diese Lösung außerhalb dem Schutzrahmen des Patents von dem Randstein. Alle Verteidigungen, die Äquivalenz betreffen, sind sehr schwierig, weil man sehen muss, ob die Äquivalenz im Rahmen ist, ob die eigene Lösung innerhalb oder außerhalb des Rahmens des Schutzes liegt. In den Vereinigten Staaten gibt es die reverse Doktrin von Äquivalenz. Aber ich fange erst mit der Äquivalenzdoktrin an. Sie sagt, dass eine Äquivalenz ist gegeben, wenn die gleiche Funktion die patentierte Lösung auf dieselbe Art tut und die gleichen Ergebnisse bietet. Und wenn die Doktrin der Äquivalenz, die Pionierarbeit stellt, und es muss dabei sagen, dass die Pionierarbeit einen viel größeren Äquivalenzbereich enthält als nachträgliche Verbesserungen. Und die reverse Doktrin sagt, dass es eine direkte Verletzung gibt, wenn die Äquivalenz dieselbe Funktion bietet. Insbesondere wenn dies für das erste Mal formuliert wurde, bezog sich dies auf Bremsen, Luftbremsen. Und wurde dann übertragen auf Flüssigkeitsbremsen. Beide Systeme hatten denselben Impetus und dasselbe Ziel und denselben Zweck, aber das zweite tat es in substanziell anderer Art und Weise. Es ist sehr schwierig zu beweisen und ich kann mir keinen Fall, ich erinnere mich an keinen Fall, wo die reverse Doktrin der Äquivalenz erfolgreich war. Aber wenn Sie es versuchen, dann müssen Sie feststellen, erst, was ist der Rahmen der Äquivalenz, um zu sehen, ob es was nicht äquivalent ist,
Und dann muss der Patentantrag gelesen werden, um zu sehen, was die direkte Bedeutung dort impliziert. In Japan nenne ich das den japanischen Mix, weil es einen Mix von der US-Doktrin und der Formsteindoktrin aus Deutschland und im Falle einer Verletzung für japanische Patente gibt es eine Schutzmöglichkeit, welche in der vierten Anforderung von Äquivalenzen ist. Und Sie können versuchen zu beweisen, dass Ihre Lösung ist nicht patentiert ist, dass sie basierend auf dem Stand der Technik ist. Sie müssen also die Nicht-Trivialität beweisen. Im Vereinigten Königreich gibt es den Gillette-Fall. Es ist von 1913 als zum Teil der Patentverletzung und der Patentstreit. Und es bezog sich auf die Sicherheitsrasierer und das verbesserte System von Gillette. Und der Verteidiger bewies, dass diese Verbesserung vorhersehbar war und eindeutig klar war auf Basis des Stand der Technik. So, wenn Sie die Stand der Technik sich schützen wollen mit dieser Verteidigung, müssen Sie beweisen, dass das vorhersehbar war. Es ist ein sehr hoher Beweisstandard. Wie bereits gesagt, der Rahmen des Schutzumfangs und der Äquivalenzrahmen muss vorher bekannt sein. Und wenn die Gillette-Doktrin kann zwei Ergebnisse auch haben. Der erste ist, wenn die Patentrahmen die Elemente beinhaltet, dann waren sie erfolgreich, dass sie diese Verteidigung benutzt haben. Dann haben sie das Patent nicht verletzt und das Patent ist ungültig. Und wenn die Patentinhalte das verletzende Element nicht enthalten, das ist eigentlich sehr schön, weil das Patent weiterhin gültig bleibt und sie nicht das Patent verletzen. In der Summe, zusammenfassend, bin ich der Meinung, dass Patentmöglichkeiten, Patentflexibilitäten einen sehr kleinen Rahmen haben und nicht die Bedürfnisse von Makern in 100% abdecken. Und wenn Sie einen Schutz suchen wollen in Bezug auf Patente, dann müssen Sie das Maken an das Patentsystem anpassen und nicht andersherum. Und so, wenn Sie Low Profile sind, einfach in Ihrer Garage bleiben, dann ist es überhaupt kein Problem, dann sind Sie sicher. Aber in dem Moment, wo Sie sich öffentlich äußern und erfolgreich werden, müssen Sie die Probleme der Patentverletzung berücksichtigen. Hier ein paar aktuelle Beispiele von Kickstarter. Es gab Formlab. Die wurde verklagt von 3D Systems. In Bezug auf das Patentsystem insgesamt gibt es sehr starke Tendenzen in Bezug auf Geschlossenheit. Der ist der Ansatz, dass wir ein starkes Patentsystem haben wollen, was bedeutet mehr Schutz für Patentinhaber. Es gibt eine laufende Diskussion zur Verbesserung von Patentqualität. In meiner Meinung ist höhere Patentqualität, was schon das viele der Probleme lösen, die wir momentan haben, weil wir einfach viel mehr Raum hätten zwischen dem, was dem Patentgeber ereignet gilt und der Realität. Aber bisher habe ich eigentlich keinen echten Schritt gesehen in Bezug auf der Lösung des Problems, nur Diskussionen. Und ich hoffe, ich kann in dieser Reform partizipieren. Vielen herzlichen Dank. Thank you all for that round of applause. Danke schön für diesen Applaus. Thank you for the whole speech. Danke für
den Vortrag. Gibt es Fragen? Please line up at the microphones. Yeah. Also in the internet. Where's my audio angle? Okay, let's start with microphone one. Meine Frage geht es um internationale Patente. Wer hat die Macht darüber, etwas zu entscheiden, wann ein Recht angepasst wird oder ein Patentprozess angepasst werden muss? Zweiter Teil der Frage, wie ist es möglich, bei Ideen, die man eigentlich gar nicht realisieren möchte, sondern nur, es nur darum geht, Fortschritt zu blockieren. Zur ersten Frage. Firmen und große Firmen haben einen Einfluss auf die Staaten. Das TRIPS-Übereinkommen ist ein Übereinkommen zwischen verschiedenen Staaten. Und diese, da spielt die USA die Hauptrolle, wie das Agreement ausgearbeitet wird und wie die Standards ausgearbeitet wurden. Sie wiederholt nochmal die zweite Frage. Wenn eine Firma eben ein Patent nur schützt, das sie eigentlich gar nicht umsetzen will, sondern nur damit es geschützt wird, weil sie zum Beispiel gegen ihr Interesse wäre, dass es umgesetzt wird. Sie nennen das Beispiel wasserstoffangetriebene Fahrzeuge und Öl. Warum ist das legal? Wenn Sie ein Patent anmelden, dann haben Sie halt einfach diese Exklusivität. Und es ist Ihre Entscheidung, was Sie mit diesem Patent machen. Sie können halt sagen, ich will das nur, um etwas zu blockieren oder um Geld dafür, Gebühren dafür zu verlangen. Haben Sie nur eine müssen Sie zeigen, dass Sie eine funktionierende Lösung haben? Was Sie da fragen, bezieht sich auf die Patentqualität. Weil die Anforderung für Patente ist die industrielle Anwendung. Aber es gibt viele Lösungen, wenn man sich fragt, wie es hier diese Patente genehmigt werden konnten. Es geht um die Patentverfolgung und den Prozess darin. Ich habe das hier alles nicht erwähnt, weil es sehr kompliziert ist und möchte in meiner weiteren Forschung auch daran arbeiten, weil ich denke, dass dies reformiert werden muss. Okay, for fairness, we go round the microphones. So next, microphone 3. Wir gehen weiter zum Mikrofon 3. Hallo. Wenn ich etwas wirklich Cooles erfinde und das auf meinem Blog stelle und später eine Firma versucht, das zu patentisieren, als Patent anzumelden, geht das oder geht das nicht, weil es schon vorher benutzt wurde? Wenn Sie es bereits veröffentlicht haben, dann ist es bereits Stand der Technik. Die Frage ist, ob das auch von allen so angesehen wird. Wenn Sie, Sie haben das Vorpatentrecht. Mikrofon 4, bitte. Ich habe zwei Fragen. One question is, erste Frage ist, wenn ich etwas erfinde oder mache, und das würde dann ein Patent, würde das etwas verletzen, könnte dann eine Seite wie zum Beispiel Thingiverse angeklagt werden, wenn ich es da veröffentliche? Und die Antwort ist ja. Solange Sie für sich behalten, ist das kein Problem.
Aber sobald Sie es veröffentlicht haben, wie bereits im Vortrag erwähnt, dann kriegen Sie möglicherweise ein Problem. Zum Beispiel, wenn Sie das im Internet anbieten. Und das ist auch so, wenn Sie das Produkt nicht selbst herstellen, sondern nur die Pläne veröffentlichen. Die zweite Frage ist, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich verfolgt werde? Sie haben Software angesprochen, Open Source. Ich habe die Frage der Wahrscheinlichkeit nicht angeschaut, ich kann das nicht so direkt beantworten. Es gibt Studien darüber, wie viele Fälle es gibt, aber ich vertraue denen nicht. Ich finde die nicht zuverlässig. Ich lese ab und zu Presseartikel von Startups, die anhand von Patenttrollen angegriffen werden. Aber ich kann die Wahrscheinlichkeit nicht einschätzen. Ich glaube, es wäre interessant zu sehen, wie dies bezogen auf Open-Source-Projekte wäre. Ich habe leider keine Daten dazu. Ich weiß aber für den Fall von Linux, dass Sie teilweise Patente sammeln, um sich verteidigen zu können für gegen Patentattacken. Okay, thank you. Dankeschön. Now the Signal Angel has a question. Jetzt haben wir eine Frage vom Signal Angel. Hey, hi. Thank you very much for the talk. There herzlichen Dank für den Vortrag. Es gab sehr viel Aufmerksamkeit im IRC. Wir still gelauscht haben, aber Sie haben auch viele Fragen. Sehr ähnlich zu den auch bereits gestellten, aber eine ist, und vielleicht haben wir Sie auch nicht ganz richtig verstanden, aber Sie haben gesagt, dass man nur experimentelle Nutzung nur nutzen kann, wenn man Geschäftsnutzung haben kann. Nein. Das ist also missverstanden worden. Okay, es würde ansonsten keinen Sinn ergeben. Ja, natürlich könnte man gewisse kommerzielle Interessen haben in einer experimentellen Nutzung, aber im Fall von einem Patentstreit muss man hier beweisen, offenlegen, dass der experimentelle Charakter hier im Forderungen schon steht, dass man Forschung betreibt, dass man den Stand der Technik weiterentwickeln will. Also als Privatperson brauche ich keinen Geschäftszweck, um legitim experimentieren zu können. Nein, es bezog sich nur auf die US-Doktrin, welche das legitime Interesse eingeführt haben, um experimentelle Nutzung noch weiter einschränken zu können. Wenn es einfach nur philosophisches Interesse ist, ist es völlig in Ordnung. Wir haben noch 8 Minuten Fragen und Antworten. Bitte etwas kürzer halten. Wir haben bereits 7 Fragen. Ich habe eine Frage in Bezug auf europäische Patente und die Qualität von Übersetzungen. Ich habe mir eine Übersetzung angeguckt in meiner Sprache und die Qualität ist schrecklich. Ich denke, dass es sehr schwierig wäre, was dieses Patent enthalten würde. Und denken Sie, dass die schlechte Qualität auch eine Art wäre, sich gegen eine Patentansprache verteidigen zu können? Was meinen Sie damit? Ich meine damit, dass das europäische Patente publiziert in 4 Sprachen, die übersetzt werden von Personen, von Maschinen. Und die Qualität ist sehr schlecht der Maschinenübersetzung. Und wenn ich eine Privatperson bin und ich nicht Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch kann, könnte ich vielleicht etwas missverstehen, was in dem Patent gefordert wird. Und daher könnte ich das Patent verletzen. Wäre das möglich, das Patent so zu verteidigen? Qualität der Übersetzung dagegen verteidigen zu können? Ich habe mir das noch nie überlegt, aber ich glaube, das wäre eine sehr gute Möglichkeit,
zu sagen, dass es einfach nicht verstehbar war, die technische Beschreibung aufgrund schlechter Qualität zu verstehen. Natürlich. Dankeschön. Okay, Mikrofon 1. Können Sie bitte etwas weiter beschreiben, was der Unterscheidung zwischen vorheriger Benutzung und Stand der Technik ist? Wenn ich es baue, öffentlich dokumentiere, auf GitHub tue, es einen Zeitstempel hat und es nicht gefunden wird, während eine Firma sich für ein Patent anmeldet. Aber es ist weiterhin da, es existiert, es ist dokumentiert öffentlich. Was passiert zu dem Punkt, wenn die Firma das Patent erhält, was passiert dann? Mit der vorherigen Nutzung? Der Stand der Technik ist alles, was veröffentlicht wurde vor der Patentanmeldung. Patente, Anmeldungen, Flyer, Posts, alles. Und die rechtliche Doktrin sagt, die vorherige Verwendung nicht gleich dem Stand der Technik ist. Sie können also ein Patent nicht invalidieren, dass jemand es vorher benutzt hat, weil man zum Beispiel ich es benutzt hatte und es verwendet habe, weil vorherige Nutzung Geschäftsgeheimnisse schützt. Wenn es veröffentlicht ist, dann haben Sie so oder so die vorherige Nutzung, weil Sie es verwendet haben. Und wenn Sie es veröffentlicht haben, dann schafft es Stand der Technik. Aber wenn Sie es Ihr Geschäftsmodell geheim halten und es eine Patentanmeldung gibt, dann gibt dieses Geheimnis nicht gegen die Neuigkeit des später genannten Patents. Also die beste Möglichkeit, uns zu verteidigen, ist also Sachen der Öffentlichkeit zu machen und sie dokumentieren. Okay. Ja. Mikrofon 3, bitte. Ich glaube, Sie haben gerade meine Frage beantwortet, aber ich wollte eine Parallele machen zwischen Piraterie und der Maker-Szene. Weil ich glaube, die sind sehr nah in Bezug darauf, wie sie funktionieren. Wenn eine Firma etwas eine Nutzung patentiert hat, ist es sehr schwierig, selbst mit einem Beweis von vorheriger Nutzung die Patentnutzung. Und daher sagen viele, dass man so viel wie möglich veröffentlichen soll, damit das Patentbüro diese Inhalte finden kann. Ich denke, das ist das Gleiche, was mit der Maker-Szene passieren sollte. Und ich möchte fragen, wie sehr denken Sie, dass Creative Commons Lizenzen hierbei helfen können? Ich wurde über Creative Commons Lizenzen, Open Source Lizenzen oft gefragt. Ich denke, es funktioniert nicht für Patente aufgrund der Mechanismen hinter Patenten. Ich möchte das in meiner weiteren Forschung auch weiter ausdehnen. Meine Forschung stellt eine Lösung vor, die für Maker funktionieren könnte. Es hat aber keine Einschränkungen in Bezug auf die Limite, weil es Artikel 30 des TRIPS verletzen würde. Aber das ist eine andere Lösung. Es gibt gewisse offene Patentlizenzen, aber was ich gesehen habe und analysiert habe, nachdem all diese offenen Lizenzen sind erstellt worden auf Basis von Patentpools und man kann mit seinem Patent diesen Patentpool nur eintreten und gibt dadurch anderen die Möglichkeit der Nutzung der Patente. Und deswegen denke ich nicht, dass Creative Commons direkt über Copy-Paste im Patentrecht angewendet werden kann. Ich habe mich nur gefragt, dass die Maker-Szene sehr proaktiv in Erfindung ist und damit erstellen sie viel Stand der Technik. Während es nur von großen Firmen angeguckt wird, welches das Geld hat, über eine Patentmeldung zu starten. Und die Person von mir hat ja auch gerade gesagt, dass die Publikation auf einem Weblog ist. Und
Das ist meiner Meinung nach etwas schwierig, weil es sehr einfach ist, dass die eine Rückdatierung eines Blogposts zu machen ist. Und mir wurde immer gesagt, dass das Beste ist, eine Beschreibung des Projekts in einen Umschlag zu tun, das an einen selber zu schicken und den Umschlag niemals zu öffnen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber applying for patents simply als ich to mich, prior art ich habe mir darüber nachgedacht, ein Patent überhaupt nur anzumelden, um Stand der Technik zu schaffen und dann das Patent, die Patentanmeldung zu stoppen. Das wäre auch eine Strategie. Aber du brauchst dafür Geld. Und für diese Lösung, die ich gerade vorgeschlagen habe, man bräuchte nur eine Briefmarke, um dies zu ermöglichen. Solange man den Umschlag nicht geöffnet hätte, hätte man einen Datumsbeweis. Ja, ich denke, das müsste funktionieren. Danke. Okay, sorry at four, the signal angel is next. Please, jetzt ist wieder der Signalengel dran, aber kurz bitte. Es geht auch in diese Richtung. Haben Sie andere Tipps, wie man so etwas publizieren könnte? Außer in einem Patentantrag selbst. Wie bereits gesagt wurde, Blogs oder wissenschaftliche Artikel sind gut. Wenn Sie Artikel, ja, das sollte eine gute Option sein. Eine Patentanmeldung ist halt relativ teuer. Wenn Sie es investieren können, dann ist das sicher eine gute Sache. Aber wie gesagt, können Sie auch Stand der Technik quasi erzeugen, indem Sie Artikel oder Dinge im Internet veröffentlichen. Okay. Okay. Ja. Noch eine Frage? Concerning the patent documents themselves. Über die Patentdokumente selbst. As far as I know, they are soweit ich weiß, sind die öffentlich zugänglich, Public Domain. Also kann ich sie kopieren und verarbeiten in bestimmten Werken. Zum Beispiel kann ich Texterkennung darauf anwenden oder die Bilder vektorisieren. Aber dann wird etwas verschwommen, was jetzt Patentbenutzung ist und was nur die Dokumentebenutzung impliziert. Could you elaborate on that? Könnten Sie darauf eingehen? That's your question. I'm sorry. Just, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also wenn ich es nur benutze, um zum Beispiel make it easier to like make new prior art or something just out of the patents. What can I do with the patent document? Also was kann ich mit dem Patentdokument selber machen, ohne Probleme zu kriegen? Also was Sie tun können, sind Sie ein Patentholder oder ein Benutzer, ein User, ein Leser? Wie ich gesagt habe, können Sie zu Hause arbeiten. Sie können an der er meint in der Öffentlichkeit. Wenn Sie nur das Dokument neu veröffentlichen, dann ist das natürlich keine Verletzung. Wenn ich es scanne und vektorisiere, dann ein 3D-Modell aus einem Ding erstelle, dann ist es vielleicht nicht mehr so einfach. Wie sieht das aus? Bei 3D-Modellen, wenn Sie etwas Patentiertes selber herstellen, dann kriegen Sie Probleme. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Es geht es ist so eine unklare Linie, wann ist es wirklich etwas machen daraus und wann, wie lange verarbeite ich nur Dokumente? Sie möchten wissen, wie sehr ich Sie rund um ein Patent arbeiten können? Okay. Mm-hmm.
Sorry, can you continue that conversation afterwards? Okay, ich bitte Sie, später darüber zu reden, weil wir schon etwas über der Zeit sind. Also es tut mir leid, ich kann Mikrofon 2 keine Sprechzeit mehr geben. Mikrofon 1 hat schon so lange gewartet, dass ich ihn jetzt noch... And one question afterwards from the Signal Angel. You all both got 1 minute. Go. Okay, hello. Hello. There is a very common question. Is there any real positive value from the overall dieses, in diesen Tagen eine Gibt es noch einen wirklichen Vorteil für kleine Firmen? Für kleine Firmen glaube ich nicht. Gibt es, wenn man ein Patent hat, kann man Investitionen anlocken. Wenn man ein Startup hat und ein patentierte Lösung hat, kann man neue Investitionen bekommen. Das ist Was über Individuen? Mit Individuen? Mit Individuen ohne kommerzielle, sie können lesen und verstehen, was geschützt ist. Sie können die Grenze sehen, was eigentlich noch frei ist, was nicht patentiert ist. Ich bin momentan sehr kritisch, was das Patentsystem betrifft. Und ich sehe leider wenig positive Dinge. Dankeschön. Thank you so much. Was ist der Unterschied zwischen nicht kommerzieller Nutzung von experimenteller Nutzung? Nun, nicht kommerzielle Nutzung bedeutet, dass man keinen Profit von den Aktivitäten erhält. Und die experimentelle Nutzung, wenn man private und kommerzielle, nicht kommerzielle Nutzung hat, ist, dass es einen Schritt weiter geht, weil es hier ermöglicht, öffentliche Nutzung zu ermöglichen, weil man damit Informationen veröffentlichen kann und wie auf den Slides einsehbar ist. Da abhängig von der Jurisdiktion ist kommerzielle Nutzung teilweise geben darf, weil kommerzielle Nutzung sind in den USA völlig unmöglich. Ich würde die Sphären der nicht kommerziellen Nutzung und der experimentellen Nutzung nicht überschneiden lassen, weil private und nicht kommerzielle Nutzung in dem mit der öffentlichen Nutzung gegenüberzustellen sind. Okay, thank you. I have to conclude this Q&A session right now. Herzlichen Dank. Wir beenden die Frage- und Antwort-Session. Wenn weitere Fragen sind, haben wir eine Pause nach den Talks. Meet our speaker Treffen Sie unseren